Wir kommen zur Fettquelle. Sie ist eine der vielen Quellen, die Baden-Baden berühmt gemacht haben und heute zum Welterbe zählen. Das Wasser der Fettquelle ist heiß. Es enthält viele Minerale. Diese werden bei einer Badekur über die Haut aufgenommen und im Blut weiter transportiert. So kann das Thermalwasser Beschwerden wie etwa schmerzende Gelenke lindern. Mit den Römern und dem Bäderviertel fing alles an. Am Florentinerberg entdeckten die Römer vor rund 2000 Jahren die heißen Quellen. Damit haben sie die Badetradition in der Stadt begründet, sozusagen um die Quellen herum. Unterhalb des neuen Schlosses entwickelte sich die Stadt dann weiter. Über das Mittelalter mit seinen vielen Badeherbergen bis ins späte 19. Jahrhundert. Nun entstanden hier die aufwendigen Badepaläste, die dem Stadtteil den Namen Bäderviertel gaben. Zum Weltkulturerbe gehört die Altstadt mit Bäderviertel, alle Quellen, römische Badruinen, altes Dampfbad, Friedrichsbad, Prunkbad im neuen Schloss, bald Reit- und Rathaus. Der 17. Oktober ist ein super Sonnenherbsttag in Baden-Baden und den Leuten geht's gut. Sie sitzen außen und genießen das schöne Wetter. Wir genießen das natürlich auch und setzen uns gemütlich ins Bistro. Willkommen im damals neu angelegten Kurviertel. Dieser Stadtteil wurde extra angelegt, um einen gehobenen Kurbetrieb zu ermöglichen, mit eleganten Neubauten und großem Kurgarten. Alles zur Unterhaltung und Erholung der Gäste. Das alte Kurgebiet in der Altstadt rund um den Marktplatz war dafür viel zu eng. Im neuen Kurviertel zeigt sich auch das neue Verständnis von Kur. Man badete jetzt lieber in Gesellschaft als im Wasser. Das neu geschaffene Kurviertel mit Leben erfüllt haben die Benassés. Keine Ahnung, ob das so ausgesprochen wird. Die Benassés aus Paris, Vater und Sohn, betrieben ab 1838 die Spielbank und wurden schon bald Veranstaltungsmanager der Extraklasse. Sie steckten die Gewinne in die Verschönerung ihrer neuen Heimat und entwickelten ein echtes Kultur- und Freizeitprogramm. Das zog Promis aus aller Welt an. Der Kurbetrieb, der daraufhin entstand, machte Baden-Baden zur Weltstadt. Die Trinkhalle ist eine echte Sonderanfertigung für den Kurort. Weitere Unterhaltung boten das Kurhaus, die Kolonnaden mit Geschäften, der Musikpavillon, alles in direkter Nähe. Und doch, das Wasser spielte in diesem Haus die Hauptrolle. Es wurde extra vom Florentinerberg heruntergeleitet. Und die Figuren im Giebelfeld über dem Aufgang zeigen in XXL, dass das Wasser Kranke heilt. Es gab eine russische Zarin in Baden-Baden. Die Prinzessin Luise Marie Auguste von Baden wurde 1801 Zarin von Russland. Sie zog viele russische Gäste in die Stadt. Auch die später berühmt gewordenen Schriftsteller Tolstoi und Dostojewski. Viele ihrer Bücher entstanden in Baden-Baden. Wir gehen zurück zu Rosinante und fahren weiter nach Baden-Württemberg, weil der Stadt.